Automobilkunden erwarten von ihren Fahrzeugen immer mehr Komfort und Sicherheit. Als Resultat werden innovative Funktionen des Fahrzeugs immer leistungsfähiger. Bis hin zum autonomen Fahren und Car Connectivity. Diese Funktionalitäten benötigen immer flexiblere und stärker vernetzte elektronische Systeme, deren Leistungsfähigkeit maßgeblich von Softwarelösungen geprägt wird. Das Auto wird zu einem Software-Defined Car. In der Fertigungslinie wird neben der mechanischen Fahrzeugmontage auch die Software für die funktionale Inbetriebnahme in die Fahrzeugelektronik geladen. Diese Flash- und Codiervorgänge benötigen aufgrund der wachsenden Datenmengen somit mehr Systemperformance. Um diese Anforderungen in der Fertigungslinie effizient zu bewältigen, ist eine neue Methodik für die Fahrzeuginbetriebnahme erforderlich. Siemens hat zusammen mit Audi eine innovative Lösung entwickelt, die den zukünftigen Herausforderungen der Digitalisierung in der Automobilproduktion gewachsen ist. Diese Lösung zur digitalen Fahrzeuginbetriebnahme kann bisher unzugängliche und werkerlose Fertigungsbereiche nutzen. Die wachsenden Umfänge beim Inbetriebnehmen und Prüfen können so zukünftig effizienter und flexibler bewältigt werden. Der sogenannte Digital Task Manager verwaltet dabei als zentraler Softwarebaustein alle Ressourcen für die Bedatung der Elektronikkomponenten. Aus Fahrzeugidentifikation und Position sowie den jeweils zugeordneten digitalen Montageschritten entsteht ein digitales Abbild der Fahrzeugfertigung. Abhängig von der jeweiligen Position der einzelnen Fahrzeuge in der Linie wählt der Digital Task Manager dynamisch eine freie geeignete Rechenressource und das entsprechende Applikationsprogramm aus. Der Flash- und Codiervorgang startet automatisch. Die Kommunikation zwischen Fahrzeug und Recheneinheit erfolgt auf Basis standardisierter Wireless Communication. Das ermöglicht zukünftig die Nutzung der Rechenleistung in einer Cloud. Diese neue Lösung der digitalen Fahrzeuginbetriebnahme wurde erstmalig am Audi-Standort in Neckarsulm in der Fertigungslinie des Audi A8 implementiert. Was bedeutet smarte Inbetriebnahme der Fahrzeugelektronik für uns? Der Montagemitarbeiter braucht hierfür nur noch einen WLAN-Diagnosestick für die Connectivity zur Fahrzeugelektronik und ein Handterminal als Bedieninterface. Ein verteiltes Agentensystem im Backend managt die Verbindung aller notwendigen Hardware- und Softwarekomponenten und steuert vollautomatisch die Abläufe. Ergonomisch für den Werker, hochflexibel und skalierbar für den Systemplaner und zukunftssicher für die Produktion komplexer Fahrzeuge. In Kooperation mit dem Systemlieferant Siemens und der Audi IT ist uns damit ein innovativer Beitrag zur Smart Factory und auch ein Quantensprung in Richtung Virtualisierung der Technik gelungen. Siemens hat mehr als 30 Jahre Erfahrung als Systemlieferant und Systemintegrator in der Fahrzeuginbetriebnahme und Prüftechnik. Im Rahmen dieses Projektes haben wir zusammen mit Audi bewiesen, dass wir mit unserem leistungsfähigen SIDIS-System in der Lage sind, auch die Herausforderungen der Digitalisierung in der Automobilindustrie zu meistern.